Oh. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute ist mal wieder Grillen angesagt. Die Sonne ist zwar überhaupt nicht mehr da, sie war heute auch irgendwie gar nicht so richtig da. Dafür haben wir mehr Wind. Jetzt aktuell gerade nicht, aber es könnte sein, dass es während des Drehs dann hier und da mal, so wie jetzt gerade, aufwindet und ihr was am Mikrofon hört. Ich weiß es nicht, aber ich warne euch schon mal vor. Was machen wir heute? Wie gesagt, hinter mir steht der Grill, heizt ordentlich vor, denn wir machen heute eine Hähnchenbrust. Ja, so eine Hähnchenbrust ist ja, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber da muss man schon ein bisschen was tun, damit sie richtig geil schmeckt. Und wir füllen diese Hähnchenbrust heute mit Frischkäse, mit Hirten-Schafskäse, so richtig schön weichen und Jalapenos. Oder wie ich gerne sage, Jalapenos. Ja, Salz, Pfeffer noch ein bisschen dabei. Geile Sache. Denn ihr wisst ja, ganz einfach, ganz schnell, da hinten bei mir am Grill und ich habe sowieso ein großes Herz für Flachgriller. Huiuiui, windig geworden ist es in der Zwischenzeit. Nichtsdestotrotz, wir grillen heute. Dafür haben wir hier eine Hühnchenbrust. Wir haben hier so ein bisschen Hirtenkäse, Schafskäse, Paniermehl, etwa einen gehäuften Esslöffel, Frischkäse, Jalapenos, Salz und Pfeffer. Und damit zaubern wir uns was Leckeres vom Grill. Wir fangen an mit den Jalapenos und die, upsala, nicht rausfallen hier. Die zerhackstücken wir einfach nur schön. Einfach schön klein schneiden hier. Das braucht keine besondere Größe. Einfach nur so ein, halt ein gemütliche kleine Fetzen schneiden. Wunderbar. Und wo die schon mal hier liegen, holen wir uns auch gleich unseren Hirtenkäse dazu. Da liegt ja der Hirtenkäse und fliegt fast weg wie die Tüte hier. Macht nichts, auch den ganz kurz runterschneiden. Das ist so ein extrem cremiger. Das ist auch gewollt. Wunderbar. Und auch den ganz kurz in solche kleinen, feinen Stückchen schneiden. Super. Und das Schöne an so einem schmierigen Sachen ist, Finger ablecken inklusive. Hier haben wir so einen Gefrierbeutel. Der weht mir fast weg, aber in den Gefrierbeutel kommt jetzt unsere ganze Masse, die wir hier erzeugt haben. Einmal rein damit. Zack. Ach, wisst ihr was? Ich nehme mal kurz meine Hände. Das dauert ja sonst Stunden hier. Wunderbar. Der Rest hier auch noch rein. Hat den Vorteil, dass da jetzt auch nichts mehr wegfliegt. In unsere Klarsichtfolie, wollte ich gerade sagen, in unseren Gefrierbeutel, kommen jetzt noch 1, 2, 3 Esslöffel von unserem Frischkäse. Den habe ich mit Kräutern genommen, den kann man aber auch ohne Kräuter nehmen. Dann Paniermehl, ebenso da rein. Salzen. Und pfeffern. Perfekt. Und jetzt der Sinn der Tüte. Jetzt können wir das Ganze in der Tüte nämlich schön vermischen, ohne dass wir uns die Hände noch schmutziger machen. Dazu einfach ein bisschen drücken, ein bisschen quetschen. Mache ich mal eben weiter. Bis gleich. So, zum Schluss machen wir uns hier so eine kleine Wurst, wollte ich gerade sagen, und legen den ganzen Kram erstmal zur Seite. Denn jetzt kommt der Hauptdarsteller, die Hähnchenbrust, und die hat ein etwas dickeres, eine etwas dickere Seite und eine etwas dünnere Seite. Und in der dickeren Seite schneiden wir sie hier in der Mitte so, ja, da einfach flach so eine Tasche ein. Nicht bis hinten durch, aber dann haben wir hier drinnen im Fleisch, wie man sieht, da passt mein ganzer Finger rein. So, so eine schöne Tasche drin. So, spitzenmäßig. Das Ganze
Machen wir noch ein bisschen größer. So. Und jetzt nehmen wir unsere Tüte und schneiden einfach nur eine kleine Ecke hiervon ab. Führen die Tüte hier ins Loch und benutzen das dann wie so ein Spritzbeutel, um die Brust zu füllen. Die Masse sucht sich ihren Weg, da ist sie drinne. Und weiter. Und schön die Brust weiterfüllen. Auch das mache ich fertig. Bei der Sauerei muss mir nun wirklich keiner zugucken hier. Wenn ihr der Meinung seid, der hat jetzt genug geschluckt, der Johnny, einmal hier so einen Schaschlikspieß durchfädeln. Von der anderen Seite wieder zurück. Ah, so. Das verschließt das nicht ganz, hilft aber ein bisschen. Könnt ihr mit Schaschlikspießen machen wie ich oder mit Holzspießchen, Zahnstochern, kein Problem. Der Grill ist an und kämpft genauso mit dem Wind wie ich vorhin. Aber es nützt nichts, der Vogel oder das Teil vom Vogel kommt drauf. Nach etwa 2,5-3 Minuten wende ich die Hühnerbrust das erste Mal. Wie gesagt, ich grille immer ganz gemütlich mit entspannter Hitze, damit ich auch Zeit habe, weil Grillen soll gemütlich sein. So. Und der Vogel bleibt auch weiterhin liegen. Wieder sind 3 Minuten um und jetzt fürs Kreuzmuster einmal so hinlegen. Wunderbar. So, und wieder sind 3 Minuten um. Was für ein Wunder. Und auch jetzt einmal wieder schön wenden. Guck mal, ihr seht schon, hier hinten kommt ein bisschen was von der Füllung raus. Das macht gar nichts. Die bleibt da auch so schön liegen. So, und einmal wird das Fleisch noch gewendet. Jetzt ein bisschen vorsichtig hier sein. Mit jedem Drücken verschwindet auch ein bisschen Käse. So, da, da, Endspurt. Brust jetzt auf dem Grill. Und bei Hähnchen ist es echt wichtig, dass wir über 70 Grad erreichen. Dafür habe ich hier so ein Thermapen. Und schauen wir mal. Ihr seht es deutlich über 70. Das passt hier. Jawohl. Auch über 70. Fertig. Runter damit. Och, die schöne Käse hier. Njam, 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 njam. Da liegt das Prachtstück. Und jetzt wollen wir es mal anschneiden. Mal schauen, wie es aussieht. Na, oh, hier haben wir die Füllung. Guckt mal, ups, wie sie rausläuft. Mega, hier mit jedem Schnitt. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich muss lachen. Oh, ich erzähle euch gleich warum. Also erstmal, hier ist noch so ein bisschen was von meinem Hähnchen. Warum? Ups, warum ein bisschen was? Ja, weil... Ich dödel gerade, oh guck mal, der Käse läuft aber noch, ich dödel gerade meine ersten Aufnahmen dieses schönen Takes gemacht habe, ohne das Mikrofon anzuschalten, das externe. Naja, Mikrofon gegen dicken Dödel, 1:0 fürs Mikrofon. Nichtsdestotrotz schmeckt das jetzt ja auch noch, ja? Auch wenn es jetzt nicht mehr das ganze Stück ist, aber das habt ihr vorhin ja gesehen, insofern tippitoppi. Ich probier's mal. Und auch dieses Stück schmeckt genauso geil wie das Stück vorhin. Nur jetzt mit Ton. Ja, so eine Hähnchenbrust so gefüllt ist einfach geil. Und ihr habt gesehen, schnell gemacht. Ein bisschen Schmiererei mit der Bummelei da. Das Paniermehl sorgt für eine gewisse Bindung da drin, dass es nicht komplett rausläuft. Ein bisschen was läuft immer raus. Machen wir uns nichts vor. So, und bevor heute noch irgendwas schief geht, sage ich tschüss, ciao, euer Marco vom Ehrlichen Essen. Aber so bin ich halt zum doppelten Probieren gekommen, ist auch ganz geil. Technik aus! Na, hört ihr nix? Ist ja auch kein Wunder, weil der Dödel hat vergessen, das Mikrofon anzuschalten. Hatte ich ja schon erwähnt. Aber lustig,
Jetzt kann ich mich ja mal selbst synchronisieren. Ich bin ein blöder Dödel und hab vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Dödel! Das sieht so albern aus. Dödel! Naja, lustig sieht's trotzdem aus. Wind, Hund, heute ist auch alles hier. Hier haben wir so ein Mehrzweckbeutel, so eine Klarsichttüte. Gefrierbeutel heißt es auch. Hey, Wind! Hört ihr mich noch? Ein Wind. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.